Ja, Blümchen. Und nehmen wir uns einen Sklaven mit. Ich hoffe, ich habe einen Platz frei. Bin schon gespannt. Und sonst packe ich wieder einen Sklaven in der Kiste. Dinge, die ich schon getan habe. Schlinge, Keule. So, dann laufen wir mal zurück ein Stück. Weil auf die Distanz habe ich noch keine Sklaven gesammelt, also das wäre das erste Mal. Will ich auch interessant finden, wie es geht, wie es aussieht. Aber da vorne ist halt so ein Tempel von der Göttin, die ich auch habe. Und ich glaube, dass man sich dort einen Priester organisieren könnte. Rein theoretisch. Es sind sogar drei Leute. Komm her. Okay, ist eine Spinne auch noch. Die Priorität. Ich hasse die Spinnen echt. So, Keule. Weiter, okay. Ja, auf ihn hätte ich eigentlich gerade gesetzt. Ja, ich brauche nämlich nicht alles jetzt nicht mit. Aber dann nehmen wir uns den Krieger hier mit. Ich hätte eigentlich den anderen haben wollen, den blauen Gewand. Also ich glaube nämlich, dass das wirklich die Hohepriester, also das ein Priester gewesen wäre, aber ich nehme das, was ich kriege, sagen wir mal so. Und schauen wir mal, ob ich damit lebend heimkomme. Ein Nachteil am Seil ist halt, dass man halt, wenn man so Sklaven umträgt, kein Schild verwenden kann. Schränkt die Beweglichkeit und Wendigkeit ganz leicht ein. Und ich hasse Spinnen, kann ich euch auch sagen. So, ich warte jetzt kurz, bis meine Ausdauer voll ist. Ja. So. Ja, gebunden. Bei den Sklaven hat man eine gewisse Zeit, wie lange sie bewusstlos sind. Wenn man die nicht einhält, ich denke, wenn man die jetzt ja, unter oder überschreitet, sagen wir es so, dann hat man das Problem, dass sie einfach weg sind. Das heißt, wenn man keine Rat der Schmerzen frei hat, so wie es bei mir gerade ist, und ich nicht irgendwo kurzhand mal denjenigen, der im Rat der Schmerzen ist, hinpacken kann, dann kann ich ihn auch umbringen. Das hat genauso viel Sinn. Ich bin froh, dass ich die Viecher relativ schnell erledigen kann. Jetzt kann ich so richtige Leuchtfeuer bauen, das finde ich auch cool. Vor allem für Dächer auf Türmen. Also die großen Lagerfeuer. Und eins werde ich mal für meinen Innenhof jetzt bauen. Und werde das kleine, was ich jetzt zum Kochen verwende, die ganze Zeit immer abreißen. Ich muss mir jetzt erst ansehen, was ich dafür brauche. Ja, ist immer noch bewusstlos. Der Baum wächst noch immer im Wasser, also. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob meine Burg wieder zugewachsen ist oder nicht. Ob sie das Problem schon behoben haben oder nicht. Aber es sieht so aus, als wäre sie wieder zugewachsen. Es könnte interessant werden, ob ich jetzt von irgendwas angegriffen werde oder nicht in der Nähe von der Burg. Sieht so aus, als wäre sie wieder total zugewachsen. Und die Eier sind auch wieder da, die kein Nest haben.
Yay, willkommen in meiner zugewachsenen Dschungelburg. Der ist noch immer nicht fertig und der wahrscheinlich auch nicht. Ja, gut. Wie lange dauert das noch? Das ist die Frage. Gut. So, machen wir es mal so und... Ja. Das ist meine Kiste, wo ich schon Leute eingelagert habe, die ich eigentlich nicht brauche. Okay, ja. Sie hat noch dicke Felle zu gerben in Massen. Alles klar, passt. So. Was brauche ich für ein Rad der Schmerzen für ein drittes? Viel Zeug. Na, das Holz habe ich schnell, den Stein habe ich schnell, die Barren habe ich. Die Seile könnten problematisch werden. Wie sieht es mit den Barren eigentlich aus, wenn ich ehrlich bin? Ja gut. Haben tun würde ich sie, ja. So. Seil habe ich auch 30. Und dann machen wir. Oh, ich bin 8 Seile, 8 Seile. Ich brauche 8 Teile, 8 Teile. Passt. Gut, dann gehen wir schnell Felsen farmen. Ich habe 200 Felsen steht dort, oder? Ab der Schmerzen. 210. Ja, das müsste drin sein. Vielleicht schaffe ich es, bevor er aufwacht. Oder bevor der Schütze fertig ist. Eins von beiden. Ansonsten habe ich ein drittes Rad der Schmerzen. Das heißt, ich kann noch mehr Sklaven produzieren. Ich weiß nicht, ob es mir was bringt, weil die Sklaven einfach sehr, sehr wenig können. Und die Auswahl der Sklaven, die ich hier habe im Gebiet, ist auch nicht das Gelbe vom Ei, würde ich mal sagen. Ich habe zu 90% Fighter. So. Das Holz habe ich, das Eisen habe ich, die Schnüre habe ich. Ja, sollte sich gemütlich ausgehen. Holz nehmen wir hier raus. Eisen nehmen wir hier raus. Rad der Schmerzen im Auftrag. Ich kann mich sogar noch bewegen, das wundert mich gerade. Nein, ist noch nicht fertig. Egal. Bauen wir hier noch ein Rad der Schmerzen her. Für was habe ich denn den Blatt? Für ein großes Rad der Schmerzen bin ich leider zu low im Level. So. 7. So, da ist er schon drin. Dann brauchen wir was zu futtern, was wir reinschmeißen können. Zum Beispiel Eier. Machen wir das Feuer aus. So. Da, wilden Fleisch. Dann haben wir noch Eisen, 18 Barren habe ich noch. Hier tun wir mal weg. Dass das Aufsteigen die ganze Zeit blinkt, das nervt mich. Das muss ich ehrlich sagen. Also, ich bin das, was nervt mich, das ärgert mich einfach. So, ablegen. Wie sieht es hier aus? Ah, das ist auch alles fertig eigentlich. Können wir ausmachen. Haben mir das jetzt schon ein paar Mal passiert, dass ich vorher leer brennen lassen habe, deshalb mache ich sie lieber aus. Zur Sicherheit. Ja, die werden nicht verwendet, die Käfer, die kann ich selbst essen. Wie sieht es damit aus? Ja, das werde ich jetzt benutzen, bevor es abläuft. Das ist gute Nasenfleisch. Qualitativ hochwertig. Das ist Kinderarbeit. So. Was kann ich jetzt alles neu? Ich kann einen Brunnen. Den kann ich schon beim letzten Level. Der bringt mir aber nicht viel. Am Dach. Ein Holztisch. Ein Teppich. Machen wir mal einen Teppich. So, wie sieht es eigentlich auf meiner Werkbank hier draußen aus? Außer, dass ich hier mal kurz rustikal alle Steine so kaputt mache. Da ist meine wunderbare Werkbank. Zimmermannsbank. Ah ja,
Da habe ich eigentlich... Okay, hier kann ich Eisenpfeile herstellen und hier kann ich aus Holz Bretter herstellen. Und wie viele Bretter habe ich jetzt schon? 18. Wie viel brauche ich für sowas wie einen Tisch? 4. Okay, dann können wir die mal mitnehmen. Bevor ich mich jetzt ans Holzfarm mache. Okay. 35 Zeile brauche ich. Dann kann ich eigentlich den Wald hier in meiner Umgebung komplett ausrotten anfangen. Weil ich kann das Holz verarbeiten, ich kann das Holz verfackeln. Das wird interessant. Ich hacke hier einfach mal alles um, was hier wächst. Ja, das ist nervt. Also das ist das Einzige, was mich im Spiel wirklich regelmäßig nervt, ist, dass die Burg immer wieder zuwächst, obwohl ich ja alles mit Fundamenten gemacht habe und. Dass das einfach egal ist für ein Spiel. So, wenn das Ganze hier nicht bewohnt werden würde, das ist irgendwie ein zweigleisiges, zweischneidiges Schwert. Gerade die Frage, ob ich Erz mitgenommen habe. Ne, ich habe sicher kein Erz mitgenommen, dass ich meine Axt reparieren kann. Ich kenne mich ja zu gut. So. Aber ich bin eh vor der Burg, also halb so wild. Ja, das nächste, was ich jetzt hier machen werde, ist vor allem Kohlefackeln herstellen, nachdem ich jetzt mal so ein paar Möbel gebaut habe. Also Projekt 1 ist, ich werde jetzt die Brücke fertig bauen gehen. Wird geschaut, dass ich Holz, dass ich an der Holzbank, an der Tischlerbank so viel. Ja, ich kann nicht mehr tragen. Ist gut. So. Ich bin 1% drüber. Ja, also einfach so. Ist ja egal, ist ja nur Holz. So. Ja. So, ich brauche wieder Erzbarren. So. Zuerst haue ich wieder Erzholz in die Schmiede rein. In beide. Weil ich dort habe ich es vorausgenommen. Die nehmen wir gleich mit, die Bahn hier. Genau. So. So, dann bauen wir mal ein Lagerfeuer, hätte ich gesagt. 32 Taue. Wie viele Taue kann ich bauen? 31. Das ist eh cool, wenn ich es in der Burg farmen kann, aber. Tada. Ich bin nicht begeistert von dem hier. Ja, ich baue jetzt die Brücke. Also meine To-Do-Liste ist jetzt im Moment Brücke bauen. Die war beim letzten Mal eh schon ziemlich weit, glaube ich. Wie sieht das mit dem Teppich aus? Interessant. Ja. Ganz traditionell lege ich das jetzt ins erste Gebäude rein. Mein erster Teppich, den ich gebaut habe, lege ich hier ins erste Gebäude rein. Sieht gut aus. Kann ich hier gleich auch einen Tisch reinstellen. Nur, dass ich mal so Größenverhältnisse von solchen Sachen weiß. Und die können wir eigentlich gleich auch hier abstellen. F6. Ja. Weil hier habe ich sowieso noch keine Beleuchtung gehabt, wie ich das hier alles gemacht habe. Ein runder Tisch. Ja, stellen wir mal hier in die... Okay, dann stelle ich ihn hier mal aufs rauf. Oder ich stelle ihn aufs Dach. Das wäre auch interessant. Und wie sieht es hier mit dem Tisch aus? Wie groß? Ja, der ist relativ groß oder sieht relativ groß aus. Dann stelle ich raus. Ja, es ist halt gerade nicht so wirklich die Wahl, wo ich was hinstelle. Interagieren. Zerschlagen, alles klar. Ah ja, jetzt habe ich zerschlagen ausgewählt. Das war nicht so der Plan. So, jetzt hole ich mir die restlichen Knochen und gebe ein paar Fackeln noch in Auftrag. Knochen habe ich irgendwo da reingetan. Genau. So. Das sind nämlich drei Beleuchtungsdinger. Dingsies.
wenn man es professionell ausdrücken will. So. Dann gehe ich zu meiner Werkbank, die irgendwo noch außerhalb meiner Burg ist. Das hat einfach, ja, da habe ich irgendwann mal vor 1000 Jahren gelernt, sagen wir es so. Da kann ich Äste auch reinschmeißen, damit dass ich Pfeile bekomme. Bessere Pfeile, gute Pfeile. Ich weiß nicht, ob das mit den Steinpfeilen gleich ist wie mit den anderen Pfeilen. Das ist auch etwas, was ich noch rausfinden muss. So. Ja. Dann sagen wir mal, erstellen wir 30 Bretter. Guter Plan. So, das läuft nämlich jetzt im Hintergrund, ohne dass ich was tue. So, dann brauche ich ein Schnürchen noch. Und dann brauche ich wie viel Holz für ein Lagerfeuer, haben wir gesagt? 260, okay. Ja, es sind eh genügend Bäume, das ist halt. Die 260 Holz sind sehr schnell gefarmt. Ja, meine Treppe in das Gebirge hinauf, die ist auch noch immer da. Die ist sehr nützlich. Also ich habe am Anfang wirklich gezweifelt, ob ich das machen soll oder nicht. Aber ich sage es euch, bevor ihr so Serpentinenstraßen immer wieder auflaufen müsst, vor allem wo viele Gegner sind, solche Dinge sind extrem gute Alternativen. Sie reduzieren zwar die Gegneranzahl nicht oder unbedingt, weil man kann Siedlungen damit verdrängen. Das habe ich auch gelernt. Das finde ich cool. Ich habe hier keine Ausdauer mehr. 260 brauche ich, alles klar. Und ich habe kein Eis mitgenommen. Ich habe Eis mitgenommen. Ich bin doch gar nicht so dämlich, wie ich denke. So. So. Warte, die Fackel ziehe ich wieder raus. Die habe ich gern draußen. Oben ist eine Spinne. Was wirklich absolut nutzlos ist, das kann ich nicht sagen. Oder ich finde es einfach sinnlos. Das sind Kerzen im Spiel. Sie haben einfach für den Aufwand, den man betreibt, dass man Kerzen bekommt, hat man einfach zu wenig Lichteffekt davon. Ich weiß, dass eine Kerze was gedacht ist, was man auf einem Tisch stellt, was den Tisch beleuchten soll, aber nicht mal das bekommen die Dinger auf die Reihe. Also klare Themenverfehlung im Spiel. Geben wir mal 5 Fundamente wieder in den Auftrag. Ich habe keine Ahnung, wie viele Fundamente ich eigentlich noch brauche, damit die Brücke fertig ist, die ich so im Bau habe, aber sie ist ziemlich lang. Und es ist eigentlich egal. Ich habe auch letztes Mal auf der anderen Seite des Flusses das Material dafür gefarmt. Das war auch eine interessante Erfahrung. Also, aber ich finde, es geht hier rauf, auch wenn das so eine Serpentine ist, wo man relativ viele Gegner hat, so 5 bis 6 muss ich immer umbringen. So. Neuer Beauftrag, passt. Und arbeiten wir weiter. 2 kann ich nur bauen. Habe ich kein Holz mehr, oder wie? Ja. Wenn kein Holz mehr, habe ich recht. Ah ja, die Nacht zieht er rein. The night is coming. Kein Holz. Gehen wir kurz einen Baum umhacken. Ja, hier oben sind einfach immer extrem viele Gegner. Das gewöhnt man sich aber auch.
Der backt gerade. So. Wir müssen den Wasserschlauch wieder in die Leiste ziehen, sehe ich gerade. Nervt mich nicht, ihr Scheißviecher. Ja. So. Zuerst brauche ich mal 3 Feuerstellen. Reduziert am meisten Gewicht. Der kommt wieder hier unten rein. So. Ja, ich trage zu viel. Die brauchen halt wirklich lang zum Bauen oder länger zum Bauen. Dafür befreien sie sich einfach von Knochen und Stein. Und das macht einiges aus beim Bewegungsausmaß. Die Kombination. Was? Ah, das habe ich noch mit. Das habe ich noch gar nicht aufgestellt. Jetzt bin ich wieder mal festgenagelt kurz, weil die Fundamente, die gehen extrem schnell zu bauen, aber die Lichter, die Beleuchtungen halt nicht. Und so, ich kann ungefähr das gleiche farmen, was ich für ein Fundament brauche, dass die Zeit bleibt sich in Bar, also Bare, also es bleibt sich gleich, was ich für ein Fundament brauche oder was ich für 2 Fundamente brauche und was ich zurückbekomme. Aber bei den Beleuchtungen mit den Knochen ist das anders, die brauchen länger. Ist keine Balance da, so in die Richtung. Holz, jetzt fehlt mir wieder Holz, okay. Ja, dann laufen wir schon mal zurück. Ja. Ja. Ich habe kein Eisen mehr mit. Ja, es ist ein eigentlich kein Eisen mehr, aber es ist wirklich der Weg zum Umdrehen gekommen oder Zeitpunkt, zum, wo ich umkehren muss, gekommen. Ohne Spitzhacke wird nichts mehr abgebaut. Ganz einfach. Außer Holz. So. Ja, ein Holz nehme ich einfach mit. Vor allem, weil ich meine Feuer... Da seht ihr zum Beispiel, welchen Beleuchtungsradius eine Kerze hat. Die habe ich mir halt zum Spaß hier aufgestellt. Ich wollte eigentlich damals wissen, wie lange die Dinger brennen. Nicht sehr lange. Irgendwo steht sie, da steht sie. Also das ist der Beleuchtungsradius einer Kerze. Nicht gerade sehr effizient. So. Genau. Hier ist mein Innenhof, der ist ziemlich dunkel. Und deshalb habe ich eigentlich beschlossen, dass ich das hier aufstelle irgendwo. Wo stellen wir das hin? Ich will hier eigentlich ein Langhaus reinbauen. Deshalb sage ich mal einfach hier hin. So, ein. Yay. Aha, mit Lagerfeuer kann ich auch grillen, das wollte ich nämlich wissen. So. Ja, damit das andere Lagerfeuer nicht komplett sinnlos ist, werde ich hier auch noch was reintun. Und die machen verdammt große Beleuchtung.